Ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Die Eröffnung von Campus One Schloss Gottesaue haben wir am 25. April gefeiert in Anwesenheit des stellvertretenden Ministerpräsidenten, Herrn Finanzminister Dr. Nils Schmidt. Ein großartiges, facettenreiches Musikfest schloss sich an und hat Campus One Schloss Gottesaue in schönster Weise ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gehoben. Beim abschließenden Kindermusikfest waren rund 2000 Kinder bei uns. Campus One Schloss Gottesaue hätte sich nicht eindrücklicher als neuer, bedeutender kultureller Ort für Stadt und Region bekannt machen können. Doch danach wurde unser Musik- und Theaterkomplex, das MUT, wieder zur Baustelle. Vieles ist noch zu regeln, zu richten, zu gestalten und eine grüne Wiese würden wir auch gerne bieten. Leider müssen wir uns aber mit unseren Veranstaltungen unter freiem Himmel noch ein wenig gedulden. Doch wir haben MUT, Mut, und so kündigen wir mutig an, dass unser erstes Open-Air-Konzert auf unserer Konzertwiese am 5. Juli des nächsten Jahres stattfinden soll. Es wird lateinamerikanischer Musik gewidmet sein. Zudem werden wir im kommenden Semester viele hochkarätige Konzerte anbieten können, die besten davon in einer neuen hochschuleigenen Konzertreihe präsentiert. Denn mit dem MUT, mit dem Wolfgang Riem Forum, mit dem Thomas Renner Foyer, mit der Fuge, der Konzertwiese, dem Felte- und Genuitsaal, dem Marschtall, verfügt die Hochschule für Musik Karlsruhe nun über Spielstätten einzigartigen Zuschnitts, vielfältigster Atmosphäre, ganz unterschiedlicher Möglichkeiten. Wir werden all diese zu nutzen wissen, sind zudem froh, dass solche Räume natürlich auch in besonderer Weise berufsbezogene Ausbildung ermöglichen. Doch wir können unseren Studierenden nicht nur eine gute Lehre bieten, sondern wir eröffnen ihnen auch vielfältigste Möglichkeiten, sich zu erproben, musikalisches Leben schon im Studium mitzugestalten, sich vor Publikum zu bewähren, große Orchesterkonzerte unter international renommierten Dirigenten zu spielen, große Oper unter professionellen Bedingungen zu lernen und zu präsentieren. Schon die Vorschüler können sich bestens betreut und gefördert wissen. Und wir lassen den Absolventinnen und Absolventen des höchsten Studiengangs, des sogenannten Solistenexamens, ab 2014 eine echte Karriereförderung zuteilwerden. All dies könnte die Hochschule für Musik Karlsruhe nicht aus Landesmitteln, nicht aus eigenen Kräften schaffen. Die Hochschule für Musik Karlsruhe hat, und hierfür bin ich überaus dankbar, viele gute Geister, die uns mit großer Sympathie unterstützen und uns nachhaltig fördern. Ohne aber die großzügige Starthilfe der Stiftung der Sparda-Bank Baden-Württemberg wäre Campus One Schloss Gottesaue in seiner Gesamtheit nicht entstanden. Und vielleicht ist es gestattet, dies alles einmal in barer Münze zu benennen, da kommen schnell rund 2,5 Millionen zusammen. Solche Förderung ist der Hochschule für Musik Karlsruhe nicht nur eine existenzielle Hilfe, solche Förderung ist uns eine hohe Ehre. Denn, und dies sage ich mit Stolz, hier haben sich exzellente Partner gefunden, die beide höchster Qualität verpflichtet sind. Und so hoffe ich, und dies sage ich in meiner Verantwortung für die Karlsruher Musikhochschule, dass wir auch weiterhin auf solche Hilfe und Förderung bauen können. Solche Förderung kommt nicht von allein. Hinter allem stehen immer Persönlichkeiten, stehen Menschen. Und dass wir auf die Unterstützung der Stiftung der Sparda-Bank bauen können, verdankt die Hochschule für Musik Karlsruhe allein dem ganz persönlichen Engagement von Thomas Renner, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Musik ist für Herrn Ehrensenator Dr. H.C. Thomas Renner eine Herzensangelegenheit, ebenso wie soziales Engagement. Und beides ist unverzichtbar für eine gute Zukunft unserer Gesellschaft. Die Hochschule für Musik Karlsruhe verdankt Dr. Thomas Renner, verdankt seinem Engagement unermesslich viel.
Als Ausdruck dieses Dankes ist nun das Foyer des MUT nach Thomas Renner benannt worden. Die Einweihung des Thomas Renner Foyers am 25. Juni war ein schönes und erinnerungswürdiges Fest. Die Hochschule für Musik Karlsruhe begründet mit dieser Namensverleihung ein weit in die Zukunft reichendes, ehrendes Angedenken großen Dankes und persönlicher Anerkennung. Für viele von Ihnen beginnt jetzt die Urlaubszeit. Ich wünsche Ihnen erholsame Tage und freue mich, wenn wir uns zu Beginn des Wintersemesters im Oktober gesund und frohen Mutes wiedersehen.